Mein Name ist Ingo Scholtes. Ich bin seit August 2021 Professor für Informatik 15, Machine Learning for Complex Networks am Center for Artificial Intelligence and Data Science der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Schwerpunkt unserer Forschung ist die Entwicklung von maschinellen Lernverfahren für komplexe Systeme, die aus vielen miteinander wechselwirkenden Elementen bestehen und die man als komplexe Netzwerke modellieren kann. Beispiele für solche Systeme finden wir im ganz Großen wie im ganz Kleinen. Im ganz Großen beispielsweise global verteilte Infrastruktursysteme wie Finanznetzwerke, Verkehrsnetzwerke oder auch Kommunikationsnetze. Oder wir können uns soziale Netzwerke anschauen, in denen Menschen miteinander kommunizieren. Und im ganz Kleinen finden wir im Inneren unserer Zellen beispielsweise komplexe Netzwerke aus miteinander wechselwirkenden Proteinen. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Forschung in Würzburg wird sein, neue maschinelle Lernverfahren für zeitlich aufgelöste Daten zu komplexen Netzwerken zu entwickeln. Das heißt, zeitlich aufgelöste Daten sagen uns insbesondere nicht nur, wer mit wem interagieren kann, sondern genau wann und in welcher zeitlichen Abfolge. Diese Information wird von aktuellen Verfahren häufig ignoriert. Sie ist aber essentiell wichtig, um sagen zu können, wer wen über welche Pfade beeinflussen kann in einem komplexen System. Stellen wir uns ein einfaches Beispiel vor. Wenn wir beispielsweise drei Personen, Alice, Bob und Carol, uns anschauen und Alice interagiert zuerst mit Bob, bevor Bob mit Carol interagiert, dann kann eine Information beispielsweise von Alice über Bob nach Carol fließen. Wenn diese beiden Interaktionen in der umgekehrten Reihenfolge passieren, dann kann dieser Pfad beispielsweise nicht existieren. Und unser Ziel ist es nun, maschinelle Lernverfahren zu entwickeln, die genau diese Informationen besser berücksichtigen als das aktuelle Methodentool. In unseren Lehrveranstaltungen erhalten die Studierenden Einblicke in die aktuelle Forschung zu maschinellem Lernen, Netzwerkanalyse und Data Science und außerdem auch in die vielfältigen interdisziplinären Anwendungsmöglichkeiten, beispielsweise in den rechnergestützten Sozialwissenschaften, Ingenieurwissenschaften oder auch in den Lebenswissenschaften. Eine Besonderheit unserer Veranstaltung ist auch, dass wir einen fächerübergreifenden Ansatz wählen. Das heißt, die Studierenden lernen nicht nur Methoden der Mathematik und der Informatik, sondern wir integrieren auch Methoden der statistischen Physik, der sozialen Netzwerkanalyse oder beispielsweise der Graphentheorie. Außerdem legen wir Wert darauf, sowohl die theoretischen Grundlagen wie auch praktische Kenntnisse in der Analyse komplexer Netzwerke zu vermitteln. Das heißt, die Studierenden erhalten dann eben auch Gelegenheiten, ihre Kenntnisse direkt in realen Datensätzen anhand von realen Problemen einzusetzen und sich beispielsweise auch in der Entwicklung von Software zu engagieren.